Wir haben ja gehört, dass es gestern leider einen traurigen Zwischenfall gegeben hat bei einem Feuerwerk. Ist ja in Baden ein Tiroler ums Leben gekommen. Können Sie uns da schildern, wie kam es denn zu diesem traurigen Zwischenfall? Ja, also nach den ersten Erkenntnissen hat sich das Ganze so dargestellt, dass mehrere Personen die Silvesternacht eben im Gemeindegebiet von Klausen-Leopoldsdorf gefeiert haben sollen. Und hier sollen PVC-Rohre verwendet worden sein, um sogenannte Kugelbomben zu zünden. Es dürfte dann eben eine dieser Kugelbomben vermeintlich nicht gezündet haben und der 23-Jährige aus dem Bezirk Baden sei dann zu diesem Rohr gegangen. Und es waren dann auch noch weitere Personen dort in der Nähe, ein 21-Jähriger, ein 25-Jähriger und eine 19-Jährige. Und dann dürfte aber diese vermeintlich fehlgezündete Kugelbombe dann doch gezündet haben und diese verletzte dann den 23-Jährigen tödlich, den 21-Jährigen schwer und die anderen beiden Personen leicht. Das heißt, es wurde dann, nehme ich mal an, sofort die Rettung geholt oder wie war dann, sobald es explodiert ist, wie war dann der weitere Tathergang? Naja, der weitere Hergang war dann jener, dass die Rettungskette in Gang gesetzt wurde. Das heißt, beim Eintreffen unserer Kollegen der Polizeiinspektion Alland waren bereits die Rettung und die Feuerwehr vor Ort und haben dort erste Maßnahmen durchgeführt. Und in weiterer Folge wurde dann auch eine Kriminaldienststreife entsendet zur Aufnahme am Tatort und ein sprengstoffkundiges Organ ist ebenfalls zugefahren, um hier Überprüfungen bezüglich der pyrotechnischen Gegenstände durchzuführen. Das heißt, insgesamt natürlich eben ein sehr trauriger Zwischenfall. Wie geht es den anderen Verletzten jetzt? Ja, also es ist so, dass das Ganze sich noch ein bisschen in die Länge ziehen wird, bis wir hier weitere Erhebungen setzen können, weil das natürlich ein sehr traumatisierendes Ereignis war. Es werden heute, jetzt gerade im Moment, die ersten Einvernahmen nochmal durchgeführt. Aber es wird natürlich noch ein bisschen dauern, bis hier alle Personen zu diesem tragischen Unfall einvernommen werden können. Das heißt, es ist auch hier Fremdverschulden nicht auszuschließen, oder doch? Das können wir alles noch nicht sagen, weil wir eben nicht wissen, wie sich dieser Vorfall genau zugetragen hat. Nach dem ersten Erkenntnisstand dürfte sich aber der 23-Jährige diesem Rohr genähert haben. Wie sieht es denn sonst aus, die Bilanz in Niederösterreich gestern zum Neujahrstag? Es ist ja oft ein Tag, wo natürlich viel gefeiert wird und wo auch immer wieder was passiert. Ja, also man kann schon sagen, im Vergleich zum letzten Jahr ist es zu mehreren Unfällen gekommen. Wir haben hier noch weitere Unfälle mit pyrotechnischen Gegenständen. Zum Beispiel hat im Bezirk Neunkirchen ein 26-Jähriger, soll da eben versucht haben, auch eine Rakete bei der Zündung zu filmen und dürfte sich über diese gebeugt haben und wurde hier auch unbestimmten Grades verletzt. Und im Bezirk Zwettl wurde ein 59-Jähriger beim Zünden einer Feuerwerksbatterie auch verletzt. Das heißt, das habe ich richtig verstanden, dass jemand versuchte zu filmen, eine Rakete, wie sie abhebt von oben. Ja, das ist richtig. Aha, gut. Ja, ganz spannend. Also Ihnen wird sicherlich auch nie fad bei Ihrem Job. Ja, es sind leider immer wieder so tragische Vorfälle, die sich hier ereignen, über die wir eigentlich nicht gerne berichten, aber natürlich soll es auch eine präventive Wirkung haben. Wir haben schon den ganzen Dezember über davor gewarnt, wie wichtig es ist, mit pyrotechnischen Gegenständen sachgemäß umzugehen, aber es ist leider immer wieder so, dass es zu tragischen Unfällen kommt.